Am 3. Oktober musste ich nun meine obligaten Dinge machen. Zuerst mal habe ich die Botschaft der DDR übernommen. Das war ja auch irgendwo ein sentimentaler Akt. Dann bin ich in die WU-Versammlung, da war ich ständiger Vertreter, gibt es ja nicht mehr die WU. Habe da gesagt, jetzt bin ich hier als Vertreter des Geeinten Deutschlands, war auch sehr würdig. Dann hatten wir mittags einen wunderschönen Empfang für 600 Gäste in Banqueting Hall in Whitehall. Und hörten, wir haben da geredet und es waren viele Persönlichkeiten da und da merkte man auch die Zustimmung. Und in der Partei, in den Konservativen, gab es also durchaus gerade die jüngeren Abgeordneten, die ich gut kannte, die also sehr für die Wiedervereinigung und unsere Lösung waren. Aber sie hatte sich eben gesagt, ja, natürlich habe ich immer allen Erklärungen in der NATO und auch in dem Hamel-Bericht zugestimmt, aber ja, das war ein Lipservice. Ich wusste doch, dass das nie Wirklichkeit wird in meiner politischen Lebenszeit. Und plötzlich wurde sie damit konfrontiert. Und da hat die britische Diplomatie auch versagt. Die haben nicht frühzeitig genug 89 die Signale gegeben, dass sich da was total verändern könnte. Die war auch für die Veränderung, aber sie dachte immer, das sind Reformen und in der DDR macht man Reformen, aber keine Eingliederung in die Bundesrepublik Deutschland. Und dann hatten Sie noch eine persönliche Begegnung am 3. Oktober mit Frau Thatcher. Dann hatte ich noch eine persönliche Begegnung, die in keiner Weise arrangiert war, sondern wenn ein Staatsgast da ist, dann gibt es ein Staatsbankett in Buckingham Palace, dann werden die anderen Botschafter dazu eingeladen. Und vorher läuft man halt so rum mit einem Glas Sekt oder so und ich sah die Premierministerin kommen und ging auf sie zu. Habe ihr nochmal gedankt für den Empfang da am 3. Oktober, der sehr schön choreografiert war. Wir haben uns also, sie hat mir vorher zugeschrieben, ich komme von da, sie von da und dann schüttelt mir die Hände. Und dann war die Presse und so. Und das hat mir dann alles wunderbar vorbereitet. Sie hatte da auch ja viel nachzuholen, weil sie die deutsche Presse ziemlich geschnitten hatte vorher. Und da sagte sie so, ja, schön, der 3. Oktober. Und so, ach, der Helmut Kohl, der muss auch jetzt glücklich sein, dass er eine nationale Politik machen kann. Und da habe ich ihm gesagt, aber Prime Minister, der Helmut Kohl möchte die europäische Integration und jetzt noch mehr als vorher, genau was ich ja befürchtet hatte. Und auch einschließlich der Wirtschafts- und Währungsunion. Was? Einheitliche Währung? Was wollen Sie von mir, dass ich zur Königin gehe und der sage, dass Ihr Bild nicht mehr auf dem englischen Zahlungsmittel zu sehen ist und so? Also, und dann fuhr sie auf den Gipfel in Rom und im November war sie out, von ihrer eigenen Partei gestürzt, auch wegen Europa.